Nach mehrjähriger Corona-Pause trifft sich von heute an der Chaos Computer Club wieder in Präsenz zu seinem Kongress. Bei der Veranstaltung in Hamburg stehen aktuelle netzpolitische Themen auf dem Programm. Es geht aber vor allem um künstliche Intelligenz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren über Chancen und Risiken der Technologie und über den richtigen Umgang damit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Das ist nicht der echte Olaf Scholz. Das ist ein sogenannter Deepfake. Aktivisten haben das Video mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Künstliche Intelligenz ist ein Schwerpunktthema des diesjährigen Hacker-Kongresses. Die Gesellschaft müsse lernen, damit umzugehen, sagt der Chaos Computer Club. So eine neue Technologie wird ja einerseits gerne mal unterschätzt in dem, was sie an Folgen haben wird, gleichzeitig auch überschätzt in dem, was man glaubt, was sie könnte. Und ich denke, das zu erklären und zu ergründen, ja, zu sehen, wo sind die Grenzen von künstlicher Intelligenz, was sollte man ihr lieber nicht anvertrauen. Künstliche Intelligenz hat ihr Leben jetzt schon sehr verändert. Softwareentwicklerin und Beraterin Casey Creer ist hochgradig sehbehindert. Schilder kann sie sich zum Beispiel fotografieren und vorlesen lassen. Ich kann mir zum Beispiel eine Website einfach zusammenfassen. Ich kann es mir in einer Sprache zusammenfassen lassen, die wirklich vielleicht einfacher ist. Ich kann dann dazu noch mal Nachfragen stellen, wenn ich welche habe. Oder ich kann mir Bilder beschreiben lassen, was jetzt vor einem Jahr noch undenkbar war, dass das geht. Jetzt ist das in der Qualität möglich, wo ich wirklich sage, ja, das ist gut. Neue Technologien und ihr Für und Wider. Noch 3 Tage geht der Hacker-Kongress in Hamburg.